Neue Runde, neues Glück, damit zurück im FM 13 mit der Datenbank 2022-23 und der SG Wattenscheid 09. Wir treffen jetzt auf den SV Strehlen gegen den Tabellenletzten. Und das ist ja so ein Spiel, was als Trainer einen wirklich schlaflose Nächte am liebsten bereitet, weil das sind eigentlich die Spiele, die du, ja, ich sag's mal, im Normalfall gewinnen müsstest. Und das sind immer dann so diese wackeligen Partien meist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir uns jetzt gleich gegen Strehlen hier schlagen werden. Falls ihr die letzten Parts noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr jetzt kurz ausmachen oder den Rest nachholen, denn es werden jetzt auf jeden Fall nochmal Spoiler folgen. Im letzten Part, ja, was war das bitte? 6:4 Sieg gegenüber Gladbachs Zweite. 0:2 liegen wir zurück, dann auf einmal innerhalb von einer Viertelstunde zum 5:2 umgewandelt. Das war Wahnsinn. Und wir wollen natürlich hoffen, dass es gegen Strehlen so ähnlich läuft. Müssen wir aber mal abwarten. Borik wird auf jeden Fall jetzt wieder mit von der Partie sein, wird für Bredaric spielen. Ansonsten wird auch mal Bredaric reinnehmen für Jakubowski. Ja, machen wir jetzt einfach. Mal gucken. Die beiden sich als Innenverteidiger zusammenschlagen. Und dann würde ich sagen, wir spekulieren gar nicht. Wir gehen einfach rein, gucken, was jetzt bei rumkommt. Und würde uns natürlich einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt geben, wenn wir das Spiel jetzt hier gegen Strehlen gewinnen. Aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen unsere Aufgaben hier erledigen. Die Experten tippen hier auf ein 2:1 Sieg für Wattenscheid. Mal gucken, wie es ausgeht. Und vor allem mal gleich die erste Möglichkeit für den SV Strehlen. Glanzparade aber von Staudt. Was ja auch wichtig ist, dass ein Torwart sich gleich früh auszeichnen kann und somit ein bisschen auch Selbstbewusstsein gleich tankt am Anfang. Lionel Brodersen jetzt mit der gelben Karte hier voll Quassim rätscht quasi um. Oh, Henry Rohrig, er kriegt schon wieder gelb. Er kriegt einfach schon wieder gelb. Also ich sag mal so, wenn er jetzt gelb-rot kriegen sollte, nochmal und wir gewinnen wieder das Spiel, okay. Würde ich sagen, okay, ist so. Ein Angriff von Wattenscheid jetzt über Tunga Meier, der direkt flach nach innen flankt und, sich halt in der Abwehr von der SG Wattenscheid, was? Die halten in der Abwehr bestehenden SG Wattenscheid, also rum. Und wir kommen jetzt ein bisschen besser in die Partie, so langsam nach 30 Minuten knapp. Hunger für den Ball durchs gesamte Mittelfeld und hält auf 26 Meter einfach drauf. Der Ball dreht sich richtig viel zum Torwart. Paris weg und schlägt in der oberen linken Ecke des Trainers ein. Steve Hunger mit dem 1:0 in der 38. Spielminute. Rassa unterbindet den Angriff von Wattenscheid mit einem konsequenten Tackling. Und da können wir noch einmal jetzt wechseln. Dominik Senic geht runter. Matthias Clemente kommt in die Partie. Das heißt, Meier rückt jetzt tief ein bisschen. Oh, machen wir es so. Dann gehen wir auch direkt weiter in Durchgang 2. Das ist, wie gesagt, das ist schön, auch jemanden einwechseln zu können, der ungefähr auf dem gleichen Level ist wie die Spieler, die auf dem Feld sind. Das hatten wir ja wirklich, da hatten wir ja wirklich Probleme. Doch in der Hinrunde. So, und ich hoffe, er enttäuscht mich jetzt nicht. Nehmen jetzt Jezilova vom Feld, der hier in dieser Partie noch nicht so wirklich reingekommen ist. Vielleicht kann er es mit so seiner Unbekümmerheit so ein bisschen besser aufspielen. So, und ich frage mich gerade, was da draußen die Gärtner hier machen. Nein, der macht schon wieder irgendwas hier an den Bäumen.
Ach ja, ich hoffe, das hört man nicht im Video. Jetzt fährt man die Möglichkeit, eine scharfe hohe Reingabe von Quassen wird von Paris aus der Gefahrenzone gefaustet. Es steht nur 1-0. Es steht nur 1-0 für uns. Also. Da auch was nicht mitbekommen. Haben wir gelb-rot kassiert? Warum? Das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Ich weiß nicht, was wir momentan mit diesen gelb-roten Karten haben, aber das ist echt furchtbar, wenn du jedes Mal hier mit einem Mann in Führung bist und musst dann mit einem Mann weniger diese Führung verteidigen. Ich sage ja nicht, dass es wieder klappt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt wieder das Spiel 1-0 gewinnst in Unterzahl. Ach, hör doch auf. Jotke und Jakubowski, Mensch, die vertragen sich doch nicht. Jetzt hinten alles dicht machen und hoffen und bang. So, jetzt ziehen wir sogar vielleicht das 2-0. Questen liegt schön auf Touré, aber der verzieht. Anthrophobie hat es ein bisschen besser auf jeden Fall als Jezilova gemacht. Jetzt in diesem Part aber auch nicht viel besser. Hat eigentlich gar keine Akzente gehabt. Wir gewinnen einfach wieder. Alter, also jetzt haben wir wirklich einen Lauf. Ne? Das, was wir einen Negativlauf haben, haben wir jetzt wirklich an Siegen. Ich glaube, mit einer 2,5 und Ruhig mit 2,5 war in Ordnung. Meier und Tunga befriedigend. Der Rest, ja, das war alles ein bisschen ausbaufähig. Wir gewinnen also gegen Strehen mit 1-0. Schüsse aufs Tor. War sogar 2-1 für Strehen. Werfen einen Blick auf die Endstände. Mein Gott, ich muss hier ständig hochbrennen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hier nicht aufstoßen müssen. So. Also Oberhausen gegen Köln 0-1. Fortuna Köln, um genau zu sein. Rüdinghausen, Preußen Münster 1-0. Schalke schlägt Düsseldorf 2-5-1. Gamarin-Bondüren 3-0. Aachen gewinnt gegen Bocholt 1-0. Gladbach zweite schlägt Wiedenbrück 2-0. Wir gewinnen 1-0 in Strehen. Köln zweite gewinnt gegen Rot-Weiß Aalen und Lippstadt unterliegt Wuppertal mit 0-4. Das heißt, es haben mehrere Mannschaften, die hinter uns sind, gewonnen. Kamerinborn hat gewonnen, Fortuna Köln hat gewonnen, Rödinghausen hat gewonnen und Alemannia Aachen hat gewonnen. Aber ansonsten haben alle anderen Mannschaften hinter uns verloren. Das sind ja auch noch so einige. Das bedeutet, dass wir weiterhin 13 Punkte Vorsprung haben vor Aachen. Und mittlerweile aber 18 Punkte vor Bocholt, was wirklich eine Menge ist. 13 Punkte ist aber auch schon eine Menge. 4 Spiele, das heißt, hochgerechnet wären wir jetzt an Spieltag 30 schon. 1-2 Siege und das Ding ist hier durch. Und wir sind mittlerweile auf Platz 8 der Tabelle. Auch Wahnsinn ist. Absoluter Wahnsinn, was die Mannschaft jetzt hier seit ja, ein paar Spieltagen abreißt. Obwohl wir müssen es ja wirklich so sagen, wir wurden ja mit als Abstiegskandidat gezählt. Und jetzt sehen wir hier beispielsweise vor allem die Halle, Düsseldorf, die haben auf einmal Interesse an uns. Was natürlich auch ja, schön ist zu lesen. Aber sind ja lange noch nicht am Ende. Weil mit Wattenscheid hin wollen. So, wir müssen jetzt leider mehrfach wechseln. Also Clemente wird ausfallen gegen Köln zweite. Genauso wie Henry Rohrig wieder ausfallen wird, ist er eben erst gerade eigentlich wieder reingekommen. Aber auch Sam Tell wird ausfallen. Das heißt, die Defensive muss jetzt ein bisschen mehr umgestellt werden.
Nur, dass Gian Vicina mal wohl wieder mit von der Partie sein wird. Auf der Bank. Auch Philipp Müller wird mal wieder Platz auf der Bank nehmen. Und Wessel mittlerweile mit einer 64. Tori mit einer 62. 10er 61 Staud. Hat sich auch mittlerweile auf eine 58 hochgeschraubt. Und ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Obi. Und nach Hause schicken. Wer ist er jetzt geworden? Weitere 4 Wochen hoch. Ah, das geht mir langsam hier auf den Zeiger. Es rückt einfach in der Jugendmannschaft nichts nach. Ich hoffe, dass es in der nächsten Saison ja, wieder anders der Fall sein wird. Udo wird nicht mitkommen. Trophobie wird mitkommen. Weil jetzt aber auch ein bisschen er hat gut angefangen. Mir machen immer noch die Noten Sorge, dass da irgendwann er hat ja zum Glück den Vertrag schon unterschrieben. Ich glaube nicht, dass jetzt dann die Eltern noch um die Ecke kommen können und sagen können, nee, unser Junge, unser Trophobie wird hier nicht mehr spielen. Ja, er kriegt seine Einsatzzeiten, er kriegt seine Spielminuten. Wir müssen ihn ranführen, wie gesagt, langsam behutsam aufbauen. Wir sehen ja alle, dass er noch nicht unbedingt so weit ist. Hat zwar zweimal bis dato auch schon getroffen, aber seien wir ehrlich, da muss erst ja, ein gewisses Level erreicht werden, dass er auch eine gewisse Konstanz reinbekommt in seinem Spiel. Und da wollen wir ihn natürlich probieren, helfen aufzubauen, weil dann kann er wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns in Zukunft werden. Und aber er muss auch was draus machen. Und können zweite gucken, ob er da eine Chance wieder erhalten wird. Mal gucken, Jezilova wird auf jeden Fall wieder von Anfang an starten, weil den brauchen wir unbedingt. Koste was wolle, er macht das so gut, wir brauchen den unbedingt. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es gegen Köln zweite dann weiterläuft. War heute jetzt mal ein relativ kurzer Part, aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist doch die Hauptsache. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne Like und Kommentar da lassen. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, kennt das Spielchen, könnt ihr den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr zukünftig nichts mehr. Und vergesst aber auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Aber in der Regel solltet ihr es wissen, mittlerweile EA Manager kommt täglich 14 Uhr und die anderen Projekte kommen dann um 15 Uhr immer, außer Montags und Freitags, glaube ich, aktuell da momentan nichts am Laufen, kann sich aber auch demnächst ändern. Also, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns wieder im nächsten Part gegen Köln 2. Macht's gut, haut rein, ciao mit V.